Guten Morgen. Heute möchte ich euch zeigen, weil ich das oft gefragt werde, kann man diesen Bruttopreis nicht auch auf eine schnellere Art berechnen? Und ja, das kann man. Am besten machen wir eine Schulübung und schreiben als Überschrift Bruttopreis schnell berechnen. Und dann machst du so einen Prozentstreifen. Ja, das sind 100%. Das ist also der Preis, den der Händler angibt, der sogenannte Nettopreis auch. Sind also 10 cm und 1 cm, das sind meine 100%. Und dazu kommt ja normalerweise eben die Steuer, also die Mehrwertsteuer. Und ich zeige euch das mal mit 20%. Also das heißt für alle technischen Geräte zum Beispiel oder Autos. Da kommen also 20% ebenfalls dazu. Das heißt, mein Bruttopreis, den ich bezahle, sind also 120%. Ich zahle immer 120%, also mehr als ein Ganzes. Das heißt, wenn ich das wieder in eine Dezimalzahl umwandle, haben wir jetzt 1,2. Vorher hatten wir ja, wir haben ja nur die Steuer ausgerechnet, das waren 20%, hatten wir 0,2. Aber ich kann auch gleich das Ganze rechnen, indem ich sage, das sind ja 120%, die ich bezahlen muss, weil ja einen Teil der Staat bekommt. Bei unserem Beispiel hat der Laptop 349 Euro gekostet und jetzt multipliziere ich eben nicht mal 0,2, sondern gleich mal 1,2. Ja, ich zeige es jetzt mal ohne Einser Vorteil. Also 1 mal 9 ist 9, 1 mal 4 ist 4, 1 mal 3 ist 3. Einrücken, 2 mal 9 ist 18, 2 mal 4 ist 8 und 1 ist 9, 2 mal 3 ist 6. Und dann addieren wir 8, 18, 7 und 4 ist 11, bleibt 1, 4. Eine Kommastelle haben wir hier, 418,8 Euro brutto. Und so habe ich jetzt ganz schnell meinen Bruttopreis ausgerechnet. Das ist das gleiche, was wir in der letzten Schulübung schon gemacht haben. Wie würde ich denn jetzt zur Mehrwertsteuer kommen? Naja, ich weiß, was ich brutto bezahlen muss. Ich kenne den Nettopreis, das waren meine 349 Euro. Wenn ich die jetzt wieder subtrahiere, 418,80 Euro, da habe ich mich verschrieben, minus 349,0 Euro, dann komme ich auf meine 0 und 0 ist 0, 0 und 8 ist 8, 9 und 9 ist 18, bleibt 1, 5 und 6 ist 11, 0. Komme ich genau auf meine 69,80 Euro Mehrwertsteuer von gestern. Ja, jetzt wie funktioniert das mit dem Blumenbeispiel zum Beispiel? Da habe ich wieder meinen Prozentstreifen. Der Nettopreis waren ja wieder 100%. Das waren diese 2,79 €, wenn du dich erinnerst, für den Weihnachtsstern. Und dann haben wir 13% dazu. Das heißt, ich mache hier 13 mm. Sagt, das sind also meine 13% Steuern, die ich zahlen muss. Das macht wieder insgesamt 113% oder als Dezimalzahl wieder 1,13. Es wird jetzt nur die Multiplikation ein bisschen länger, dafür spare ich mir am Schluss das Addieren. Das heißt, wenn ich gleich den Bruttopreis rechnen will, multipliziere ich also in dem Fall mal 1,13. Jetzt rechne ich mal mit 1er Vorteil, 1 mal 9 ist 9, 1 mal 7 ist 7, 1 mal 2 ist 2, bleibt stehen. Der Malpunkt ist mein Einrückungspunkt. Mit dem zweiten Einser, 1 mal 9 ist 9, 1 mal 7 ist 7, 1 mal 2 ist 2. Schön untereinander schreiben, weiter auseinander. 3 mal 9 ist 27, 2, 3 mal 7 ist 21, 23, 2, 3 mal 2 ist 6 und 2 ist 8. So, beim Addieren nicht die erste Zeile vergessen. 7. 3 und 9 ist 12, bleibt 1. 9 und 7 ist 16 und 9 ist 25, bleibt 2. 4 und 7 ist 11, bleibt 1. Und 3. Wir haben 1, 2, 3, 4 Kommastellen. 1, 2, 3, 4.
3,1527. Wir runden diesen Eurobetrag. Es wird abgerundet. 3,15 Euro brutto kostet der Weihnachtsstern von gestern. Deine Aufgabe ist jetzt, dass du das gleiche bitte mit den Lindkugeln machst. Da war der Preis netto 18,99 Euro zur Wiederholung und der Prozentsatz von der Mehrwertsteuer, das waren 10% in dem Fall, weil es ein Lebensmittel ist. Bitte fertig machen.